Hallo, ich bin Carsten in Haus Dülm. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Wie gesagt, bin ich heute bei Haus Dülm gestartet. Das heißt, ich bin wieder im Münsterland unterwegs. Und zwar geht es heute um die Gegend zwischen Dülm und Haltern. Die Gegend zwischen Dülm und Haltern ist dafür bekannt, dass hier Quarzsand abgebaut wird. Und das ist auch der Grund, warum ihr im Moment jetzt so ein bisschen Lärm im Hintergrund hört. Weil das sind die Quarzwerke Haltern. Ich habe mich nicht großartig vorher informiert. Ich habe mir einfach eine Strecke rausgesucht auf wanderwege.net. Hier in der Gegend wollte ich mir mal die Beine vertreten und naja, da habe ich halt die Strecke hier gefunden, durch den Linnert nennt sich die. Ich weiß nicht wirklich, was mich hier erwartet, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne begleiten. Ja, und die Strecke gestaltet sich dann doch ein wenig abenteuerlich, weil der Weg geht hier dann doch ein wenig querfeld ein. Ja, ich folge gerade hier so einem Wildwechsel. Schauen wir mal. Es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ja, so wie es scheint, habe ich jetzt den richtigen Weg wiedergefunden. Ja, hier dieser lichte Wald. Auf der Seite hat auch schon was. Bis im Wald kannst du aber trotzdem ein paar hundert Meter weit gucken. Schon interessant. Aber was echt auffällt, der ganze Waldweg ist wirklich voll mit zerschlagenen Bauschutt. Egal, wo du hinkommst, überall Bauschutt auf den Wegen verstreut. Ja, wie ihr seht, ich habe mal wieder den Poncho an. Fängt an zu gewittern. Immer mal wieder Blitze und Donner. Darum
habe ich jetzt beschlossen, ich breche die Tour ab. Der Regen alleine hätte mich nicht groß gestört, aber bei Gewitter, ja, da bin ich dann doch nicht so gerne im Wald. Beziehungsweise, da bin ich doch nicht so ganz gerne draußen unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.